Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einem Let's Test mit der Spielpirat. Und es geht heute um das Browser-Game Operation X. Ja, Operation X, ein Browser-Game kostenfrei, so wie man es halt kennt, in der Online-Welt. Wir gucken mal kurz ins Impressum rein. Hier haben wir die Plajate GmbH und die European Games Group AG. Ja, beide sind dafür verantwortlich, dass wir dieses Spiel auch spielen können. Was ich übrigens sehr interessant finde. Also, ich habe schon vorgespielt, vorgetestet für euch. Und, finde es so gut, dass ich auf jeden Fall darüber meinen letzten Test machen möchte. So, was haben wir hier? Wir haben am Anfang erstmal die simple Auswahlbox und hier können wir uns erstmal einen Agenten, eine Agentin erstellen, Frau, Mann. Ich nehme einfach meinen Mann. Ja, ganz markant suche ich natürlich genau meine Profildaten raus. Naja, man weiß ja nie, man trifft sich ja sowieso immer nicht selbst, aber der finstere Gestaltentyp hier, der ist doch auf jeden Fall meine Wellenlänge. So, lange Haare habe ich nicht, ich habe mehr kurze, verschlagene Einschläge, Frisuren finden wir hier auch. Also für jedermann was dabei und für jede Frau natürlich auch. Ja, ich nehme die schön dunkelrot, bräunlich, whatever, Pflaumenfarben vielleicht. So, Accessoires, gibt es hier verschiedene Sachen, Blutspritzer im Gesicht. Voll tätowiert, ein Ohrring, Pflaster, eine Narbe. Ich nehme die beiden dezenten Tattoos und gehe mal weiter. So, hier wird man aufgefordert, mal sich eben kurz zu registrieren. Ich nenne mich einfach mal der Spielpirat und gebe meine öffentliche E-Mail-Adresse auch ein. Hier, ihr könnt sie ja gerade sehen, ich habe damit ja kein Problem. Ist ja auch immer überall und irgendwo verlinkt. Was für ein Passwort nehmen wir heute? Ich denke mir gerade mal eins aus. Ganz spontanerweise nehme ich das hier. Und Nutzungsbedingungen lesen, akzeptieren, klar. Klickt auf jeden Fall drauf, um die nochmal zu lesen. Ist alles ganz vernünftig, ganz simpel. Spielinformationen per E-Mail erhalten könnt ihr auch gerne. Ich habe jetzt schon alles attestet gehabt und so weiter. Super, wir sind eingeloggt, wir sind also hier drinne und schon geht es los. Ich erkläre euch mal so ein paar kleine grundlegende Sachen in diesem Spiel. Und ja, wenn ihr selbst natürlich gerne das ausprobieren wollt, geht einfach unten in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zu diesem Spiel. Guckt einfach selbst rein. Macht parallel mit, wenn ihr Bock habt. Macht kurz eine Pause. Meldet euch an. Und macht mit mir parallel die Schritte. Es macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ihr könnt nachher auch einen kleinen Schmankerl mit mir noch erleben. Also, willkommen bei der European Console Special Branch. Der Spielpirat. Yee. Okay. ECSB. So mal auf Deutsch gerade ausgesprochen. Die Abkürzung wird uns später nochmal widerfahren. Gut siehst du aus. Ich bin Agentin Solvay Lang. Aber du kannst mich auch Slang nennen. Das machen hier alle. Wie sieht's aus? Bist du bereit? Dann lassen erst mal Taten sprechen. Okay, dann sprich mal zu mir. Also, hier unten haben wir Inventar und Shop. Du kannst hier und so weiter und so fort. Was? Du, was? Ach so, kannst du nicht auf die Straße. Kauf dir doch was zum Ausrüsten im Shop. Na klar. Hier haben wir also das Shop-Menü. Da sind wir hier unten beim Einkaufswagen. Typisch wie immer. Hier haben wir einmal einen Waffenshop. Hier haben wir den Rüstungsshop. Klar, ich bin jetzt ein bisschen nackig hier. Und dann nehmen wir uns einfach mal das einzige verfügbare Militär-Outfit. Sandstorm. Gegenstandsstufe 1. Da haben wir hier Attribute, 2 Rüstungen, 1 Ausdauer und 4 Ausweichchance. Das heißt, es sind also auch um diese Faktoren eine Veränderung. Und insgesamt also 7 Plus. Das Ding kostet 10 Dollar. Oben haben wir hier oben die Anzeige, wie viel Dollar wir haben. Ist ja jetzt momentan das Einführungstutorial. Kaufen wir doch einfach mal. Hier siehst du die Summe deiner Charakterfähigkeiten. Und der Gegenstände. Wenn du mit der Maus über einen Gegenstand fährst, werden dir die Veränderungen mit eingeblendet. Kaufe dir einen zweiten Gegenstand. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Schaden pro Sekunde etc. Hier, Waffe. Es wird auch immer gezeigt, welcher Slot hier gerade dafür verfügbar ist. Das sieht doch schon viel besser aus. Und mit einer Waffe im Schulterholster fühlt man sich doch gleich wie ein richtiger Mensch, oder nicht? Naja, ich sag mal, in der Hand ist auch nicht schlecht. Wenn du wiederkommst, kannst du hier noch mehr Gegenstände kaufen und verkaufen. Später findest du hier auch die Booster. Ich bin gespannt, was du drauf hast. Auf geht's zur ersten Mission. Alles klar, gucken wir uns gleich an. Dafür gehen wir auch hier gleich in dieses Missionsfenster rein. Man sieht jetzt hier aber die Veränderung. Schaden pro Sekunde haben wir schon 13 Punkte. Ja, Rüstung und Ausdauer und Ausweichchance. Kritische Treffer haben wir mit 13 auch schon wieder ein bisschen gestiegen durch eben halt die Waffe 3 mit Schaden pro Sekunde und 3 kritische Trefferchancen. Die Waffe hat uns 5 Dollar gekostet. Zum Glück kriegt man im Real Life nicht für 5 Dollar so günstig eine Waffe. Und vor allen Dingen mit 3 kritischem Schaden. So, die Berliner Polizei braucht deine Hilfe. Super, ich als alter, eingeborener Berliner hier freue mich auf jeden Fall, dass das Startszenario in Berlin stattfindet. Da gehen wir doch mal auf die Zeitmission, da kann man draufklicken.
So, hier kann man übrigens akzeptieren. Haha, wir haben einen Hinweis erhalten, dass ein Mitglied des Deutschen Bundestages Geheimnisse an einen arabischen Staat verrät. Er soll häufiger im Restaurant Bourchat zu Abend essen. Warte auf ihn und finde heraus, mit wem er sich trifft. Also erst hört uns die NSA ab und jetzt machen die Deutschen es einfach anders und verkaufen ihre Sachen. Warum auch nicht, oder? Kostenlos Daten abgeben oder wenigstens verkaufen? Mein Gott. Die ganze Mission kostet eine Energie. Hier oben haben wir eine Energieanzeige. Wir haben also insgesamt 100. Die lädt sie mit der Zeit auch auf. Kann man aber auch manuell aufladen. Und die ganze Mission dauert eine Minute. Belohnung gibt es dafür 5 Dollar und Experience 226. Wir akzeptieren die ganze Herausforderung. Und hier steht schon mal, Mission dauert bestimmte Zeit. Mit Credits verkürzt die Wartezeit. Probier es aus. Nö, ich will es gerade noch nicht ausprobieren. Ja, ich will euch zeigen, eine Minute dauert nicht allzu lange. Credits hat man am Anfang hier 5 Stück kostenlos bekommen. Und man kriegt auch immer wieder zwischendurch mit den Missionenhalter, mit anderen Sachen, mit Erfolgsgeschichten auch mal wieder Credits oder als Geschenk oder Co. Man kann die sich auch später selbst kaufen. Und die sind auch gar nicht so teuer, im Gegenteil. Also ist ganz schön. Und vor allen Dingen halt auch, man kann hier Freunde werben. Ja, also Leute, ihr könnt dann immer gerne sagen, hier, pass auf, macht das gleich irgendwie. Meldet euch einfach an in dem Link und sagt, ja, hier, da gibt es so eine Freundesliste, die zeige ich euch noch gleich. Da könnt ihr dann jemandem mal einen Link schicken oder per Mail eintippern, aber auch einfach nur einen Link schicken. Die Leute sollen sich mal anmelden, sollen mit mitspielen. Hat er bestimmt richtig Bock, kriegt er eure Gilde zusammen. Und ja, wenn er alle beide Level 30 erreicht, da, das geht auch relativ schnell, innerhalb von wenigen Tagen, gibt es da auch nochmal extra Credits obendrauf. Und das lohnt sich mit der Zeit. So, nach dem siebten Espresso taucht der Politiker tatsächlich auf. Sein Gesprächspartner ist ein Mann, der eher an einen Engländer als an einen Araber erinnert. Oh. Du schießt einige Fotos und schickst sie an Eddie zur Auswertung. Super, dafür haben wir 5 Dollar und 226 Experience bekommen. Herzlichen Glückwunsch, der Spielpirat. Du hast deine erste Mission für ECSB erfolgreich abgeschlossen. Das ist übrigens die Abkürzung für diese langen Namen, den wir vorhin hatten. Mit jeder Mission gewinnst du an Erfahrung. Dadurch erreichst du höhere Spielstufen und einen besseren Ruf. Je besser unser Chef William Feather dich kennenlernt, umso schwierigere Missionen wird er dir anvertrauen. Und natürlich zahlen wir auch nicht schlecht dafür. Na, das will ich doch mal hoffen. So, wir sind eine Stufe aufgestiegen aufgrund der Erfahrungspunkte. Du erhältst 5 Fähigkeitspunkte. Oh, so viele Punkte. Das Sortiment im Shop hat sich vergrößert. Meine Güte. So, hier haben wir auf jeden Fall die 5 Erfahrungspunkte nicht pro, sondern insgesamt 5. Ja, zeigt einfach nur an, dass man hier überall insgesamt diese 5 verteilen kann. Also Fitness beeinflusst die Menge an Treffern, die du einstecken kannst. Okay. Dann haben wir beeinflusst, dass Initiative beeinflusst, wie schnell du angreifst. Auch gut. Dann Intelligenz beeinflusst, wie häufig du kritische Treffer ausführen kannst. Und Instinkt beeinflusst, wie häufig du Treffer eines Gegners ausweichen kannst. Tja. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Fitness und skillen hier einfach mal den Rest. Beeindruckend, der Spielpirat. Deine Fähigkeiten haben sich verbessert. Damit stehst du in den Kämpfen deutlich besser da. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was du gelernt hast. Kämpfe gegen einen anderen unserer Agenten und finde heraus, wer der Stärkere ist. Super, wir kämpfen also eigentlich gegen unsere eigenen Agenten. Sehr interessant. Okay, hier sehen wir auf jeden Fall nochmal gerade unsere Stufe. Stufe 2, Erfahrung hier. 2,0 Sekunden ist die Angriffsgeschwindigkeit, durch die Waffe bestimmt auch. Natürlich, hier haben wir noch die Ehre, 100 sind wir gerade. Also hier kann man so ein bisschen sehen, auch durch was sich so gewisse Sachen zusammensetzen, wenn man so über die Zahlen rüber geht. Sehr interessant. Im Shop, Quatsch, hier ist das Angreifermenü erstmal. Hier können wir natürlich gucken, sind Live-Agenten, also mit dem grünen Punkt heißt, sie sind auch aktiv online. Und hier kann man dann vergleichen, hier ist man selbst und hier ist der Gegner. Ja, da kann man also mal gucken, okay, was für Stats haben die. Und, was für Möglichkeiten hätten wir vielleicht gegen die auch zu gewinnen? Dann schauen wir einfach mal. Zum Anfangsstadium. War der hier könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Der hat auch mehr Fitness und so weiter. Das sieht mir alles ein bisschen schwierig aus. Da greifen wir den einfach mal an. Bäm, hat er uns getroffen. Weil er natürlich eben halt schneller ziehen kann. Aber der macht nicht so viel Schaden wie wir. Das heißt, wir können öfter mal einen kritischen Treffer. Guck mal. Wenn er uns jetzt nicht ausweicht und wir ihn kriegen, haben wir ihn erledigt. Hervorragend. So einfach geht es. Wir haben 5 Dollar dazu gekriegt und 86 Ehre. Ja, super. Wow, das war ein Kampf. Hut ab, der Spielpirat. Um noch stärkere Gegner zu besiegen, solltest du deine Fähigkeiten ständig verbessern. Entweder mit Fähigkeitspunkten oder mit Gegenständen. Ideal ist natürlich beides. Übrigens,
Für jeden Sieg bekommst du Ehre, durch die du in der Spielerrangliste aufsteigst. Für jeden Sieg gegen einen Gegner mit mehr Ehre steigerst du dich in einem Siegesrausch. Aber Vorsicht, nach einer Niederlage findest du dich schnell wieder am Boden der Tatsachen. Ja, das stimmt allerdings. Oh, guck mal, was wir hier gekriegt haben. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Das ist hervorragend. Bye bye, wir sehen uns wahrscheinlich später wieder. Hier kriegen wir auf jeden Fall 5 Credits geschenkt. Das ist schon mal gut. Und wir kriegen, also hier ist diese Belohnung, 5 Credits, und wir kriegen einen Missionsbooster. Hier sind immer so Geschenke. Und dieser Missionsbooster verringert und die Dauer und Kosten für Missionen. Super. Gehen wir also auf OK. Und jetzt haben wir hier oben. Das hier oben, guck mal, da sehen wir uns schon wieder. Im Laufe der Agentenkarriere bei uns wirst du viele Erfolge erringen. Immer wenn ein grüner Kreis mit einer Nummer angezeigt wird, gibt es Erfolgsmeldungen. Du kannst gezielt auf Erfolge hinarbeiten oder einfach nur Lorbeeren ernten. Manchmal gibt es auch eine dicke Belohnung. Es lohnt sich also, die Erfolgsliste im Auge zu behalten. Bist du ein Erfolgstyp, der Spielpirat? Na klar bin ich ein Erfolgstyp. Also am Anfang arbeite ich auch nicht drauf hin, so am ersten Tag oder so. Da rattert es ja eigentlich immer nur runter, wenn man so die ganzen Sachen durchzieht. Später lohnt es sich schon mehr darauf zu achten. Alles klar, wir gehen hier drauf, kriegen 14 ja, Dollar und fertig. Hier sieht man schon Erreichung der dritten Stufe und sowas hier, wenn man hier oben dann die Punkte geht. Ja, kriegt man das und das und das und das. Hier sieht man also auch da oben steht, du hast 0 von 398 benötigten Erfahrungspunkten. Wenn wir die 300 noch was haben, dann sind wir schon wieder bei Stufe 3 und dann kriegen wir schon wieder was geschenkt. Das ist doch hervorragend. So, der Booster ist hier schon eingebaut. Guck mal, was wir hier haben. Wir haben hier ein Tränengas. Das ist unser Inventar. Das ist übrigens später auch zweiseitig. Und das kann man hier reinsetzen und schon sind wir wieder gestiegen. Wir könnten hier uns auch so ein paar Sachen schon kaufen, vielleicht, wenn wir wollten oder so. Ja, man hat hier also die Möglichkeit, aus den Waren, die man hier hat, und einmal am Tag kann man auf neue Ware klicken und dann gibt es ein neues Angebot. Wenn man damit aber auch noch unzufrieden ist, dann kann man sich für einen Credit hier immer wieder draufklicken. Oh, zum Beispiel habe ich hier draufgeklickt. Jetzt habe ich das für heute kostenfrei gemacht, aus Versehen. Aber ist egal, ich kann es so besser demonstrieren. Und jetzt kann man hier schon mal gucken, okay, gibt es da Waffen oder Sachen, die halt einfach wesentliche Verbesserungen haben oder sowas in der Richtung. Und manche Sachen kosten eben halt auch Direkt-Credits. Das hier oben zum Beispiel, der Gewehrlauf, kostet 4 Credits, hat natürlich aber auch wesentlich bessere Eigenschaften. Wir könnten aber auch sagen, hier, okay, für 11 Dollar oder so, kaufen wir uns einfach mal den hier, der Tempoverwertung und Co. Machen wir den einfach mal hier rein. Wenn ich jetzt nochmal draufklicken würde, würde ich dann einen Credit bezahlen für ein komplett neues Sortiment. Okay. Und hier haben wir dann auch so ein paar Eigenschaften, ne? Das ist zur Rüstung halt. Schutzkappen und so, die haben auch nochmal Eigenschaften. Kann man dann vergleichen, wie man sich ausbauen möchte und ja, was man natürlich dann hier eben halt nehmen will. So, und vor allem, wie viel Dollar man hat. Man muss natürlich mal gucken, wie viel Dollar man wirklich noch in der Tasche stecken hat. Das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Wir haben hier Mut zur Lücke. Wir kaufen uns einfach mal gerade. Der hat 6, der hat auch 6. Ach, der hat Handschuhe hier, genau. Komm, machen wir das hier noch. Ah, dafür haben wir gar nicht mehr genug Geld. Reicht aber auch eigentlich erstmal. Gucken wir mal. Und gut, wir haben natürlich jetzt keine Munition. Munition kosten immer Credits. Und die finden wir bei den Waffen. Und jetzt, da ich hier draufgeklickt habe, habe ich natürlich jetzt gar keine Munition bekommen. Müsste also nochmal draufklicken. Mache ich jetzt einfach mal, um Credits zu investieren. Und ich kriege schon wieder keine Munition angezeigt. Das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Ach, manchmal ist das leider so. Aber da muss ich nochmal ein bisschen abwarten. Mal gucken. Da kommt bestimmt noch irgendwas. Und werden wir sehen. Müssen wir halt einfach mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch gleich noch welche geschenkt. Wir haben hier Besuch im Quartiermeister und so weiter und so fort. Das heißt, wir kriegen hier auch Erfahrungspunkte. Und da sehen wir oben, dass die Leiste schon wieder fast voll ist hier. Dass wir schon bald wieder aufsteigen können. Und ja, jetzt kann man natürlich hier also Missionen abschließen. Ja, also hier hat man übrigens nochmal seine Übersicht. Hier kann man Missionen abschließen. Gibt es jetzt verschiedene. Da kann man immer so durchscrollen und so. Da sieht man also die Zeit und natürlich auch den Schwierigkeitsgrad. Hier zum Beispiel, ob es einfach, schwer. Da kann man das also auch mal verlieren und nicht die volle Summe kriegen. Dann hat man die Trainingskämpfe. Da hat man also hier immer 20 Mut kostet immer ein Trainingskampf, den man absolviert. Der lädt sich immer auf, je nachdem auch, was für Booster man hat und wie weit man fortgeschritten ist und Co. Hier sei auch gesagt, die kann man sich natürlich auch aufladen, indem man hier oben draufklickt. Kann man sagen, also für ein paar Credits oder sowas in der Richtung, kann man sich hier halt den Mut wieder auffüllen. Und hier sieht man also auch, was man bekommt, wenn man gewinnt. Also 188 Ehre und 6 Gold oder Geld oder weiß ich was. Ja. Also so eine Geschichten halt sind auch mit dabei. Bei den Missionen ist es ähnlich hier oben.
Da kostet also, wenn man hier draufklickt, eine Energie. Da kann man natürlich aber auch mehr Energie, wenn es länger dauert, zum Beispiel 2 Energie, manchmal 7 oder 12 oder 18 auch später. Und dann geht das hier oben von deiner Energie ab. Ja, die lädt sich also auch immer wieder auf. Man sieht also hier, deine Energie wird in 12 Stunden 53 Minuten wieder aufgefüllt. So, also wirklich dann eben halt, glaube ich, alle 13 Stunden dann irgendwie wird die Energie komplett aufgefüllt. Man kann sich aber auch 50 immer dazu kaufen, das sogar mit den normalen Dollar halt einfach. Und ja, ganz komfortabel. Hier wird man später wirklich viel arbeiten mit, also sprich immer wieder neue Sachen sich suchen und so weiter. Hier ab Level 20 eine Freischaltung mit Modifizierung und so. Ganz schöne Sache. Wenn man mal wirklich abends, ich lese es jetzt gerade mal nicht vor, wenn man jetzt, wenn ihr es wollt, wenn ihr es lesen wollt, einfach anmelden, ist gar kein Problem. Wenn man jetzt mal abends oder so sagt, okay, pass auf, ich bin in der Schule jetzt 12 Stunden, 13, keine Ahnung, mit Schlaf und Co. Dann könnt ihr einfach den Regler ziehen, wie viele Stunden jetzt einfach gerade mal nicht am PC sind, bis zu 24 Stunden. Lohnt sich auf jeden Fall, jeden Tag mal reinzukommen dann, weil dann kriegt man immer so einen Special-Bonus hier, ja. Wenn man jeden Tag da drin war, mal einmal. Und aber lohnt sich generell, man will da ja nicht loslassen von. Und da kriegt man hier eben halt Geld. Ja, wird später immer mehr natürlich. Und da kann man einfach arbeiten und dann macht es wenigstens im Hintergrund was. Teams, hier werde ich mich natürlich auch hochleveln. Das heißt, ich brauche 500 Dollar. Und dann werde ich hier mein eigenes Team gründen und meine eigene Gilde. Und dann könnt ihr gerne beitreten. Dann machen wir uns eine Gilde auf. Und dann können wir gegen andere fighten und sowas. Ja, und dann mit so ein bisschen einer Teamkasse und so. Ist total cool. Ja, also macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und vielleicht haben wir Bock, einfach mal so als der Spielpirat hier mit der Gilde der Spielpiraten irgendwie da was anzufangen oder so. Also schreibt einfach mal, wenn ihr euch dann irgendwo unten unter dem Link, der in der Videobeschreibung ist, angemeldet habt. Schreibt mir einfach, könnt ihr mich denn suchen oder ich sage euch dann später nochmal, wie diese Gilde auch wirklich heißt. So, hier übrigens nochmal die Aktion mit den Freunden hinzufügen. Könnt ihr machen, also via Link könnt ihr hier einen Link eingeben. Quatsch, via Mail könnt ihr hier die Mailadresse eingeben. Standardtext oder einen eigenen. Oder eben halt hier via Link, den könnt ihr einfach kopieren. Wenn ihr schon reinklickt, dann hat er schon kopiert. Und ihr könnt das einfach eben, ja, zu euren Freunden einfach mal so schicken oder im Skype oder weiß ich was. Und dann habt ihr da auch schon die Möglichkeit, zack, beide kriegen 10 Credits, wenn der Freund die Stufe 30 erreicht. Ja, also auf jeden Fall ein Vorteil. Man kennt ja immer mal wieder Leute oder sowas in der Richtung. Und wenn wir zusammen dann irgendwo was reisen oder sowas, macht es natürlich auch jede Menge Spaß. Statistiken, wo man sich befindet und so weiter, hat man natürlich hier auch. Ist auch im Team eben halt. Und wenn wir nochmal kurz auf die Credits-Anzeige gehen. Ja, man kann hier also auch ganz bequem PayPal, aber auch für viele eben halt von euch interessant Paysafe Card. Ja, wenn man also mal so einen kleinen Booster irgendwo braucht oder sowas in der Richtung. Naja, ich sag mal, für einen Skin in anderen Spielen oder sowas in der Richtung, ja, in bekannten Spielen, gibt man ja wesentlich mehr Geld teilweise aus. Und wenn man so ein Online-Game hat, was einfach auch mal Spaß macht, da kann man am Anfang so ein Agenten-Starter-Paket nehmen, hier für 4,99, 125 Credits und ihr seht, wie weit man damit auf jeden Fall kommt. Also dann kommt man wirklich gut weit. Klar, es gibt natürlich auch die Extreme Gamer hier und ja, muss man einfach mal gucken, was man so hat, ne? Durchrechnen. Kann man also machen und man zahlt bei Paysafe Card also nicht wirklich wesentlich drauf. 1 Cent hier, wenn man sich jetzt mal so überlegt oder so, ist der Gründungscent. Da zahlt man bei anderen Dienstleistern halt wesentlich mehr mit Paysafe Card, wenn sie es überhaupt anbieten. Ja, an der Stelle sei es schon wieder das gewesen. Ich werde mich hier so ein klein wenig hochleveln und werde dann nochmal ein zweites Video machen, in dem ich euch dann zeige, wie es dann halt schon so mittendrin aussieht, wie man sich so ausgerüstet hat und wie das Team heißt und so. Dann könnt ihr gerne mit drauf joinen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wir sehen uns die Tage. Würde mich freuen, wenn wir uns auch auf jeden Fall hier bei Operation X mal sehen. Werden wir einfach mal ein persönliches Anliegen oder so ein bisschen rumdaddeln, ne? Macht ja auf jeden Fall Spaß. Und überzeugt euch selber davon. Schreibt es mal in die Kommentare, gebt einen positiven Daumen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer der Spielpirat. Ciao!